Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Techtelmechtel. Und zwar schauen wir uns heute, den Arctic Cooler Freezer Extreme an. Ich habe seit ungefähr 2,5 Jahren in meinem Rechner auf meinem Prozessor immer noch den Boxed Kühler sitzen und ich dachte mir, es wird langsam mal Zeit, da was Neues drauf zu setzen. Und deswegen habe ich mir das schicke Teil hier geholt. Ich bin mal gespannt, ob es cool ist. Ich werde jetzt mal gleich das Unboxing machen. Dann kriegt ihr noch ein bisschen was auf die Ohren. Und zwar einmal vorher und einmal nachher den Sound oder die Lautstärke, die quasi der Lüfter produziert hat. Also der alte Boxed und der neue Arctic Cooler hier. So, also, wir fangen einfach mal vorne an. Da haben wir, was sehen wir? Wir sehen Arctic mit der Adresse arctic.ac, 6 Jahre eingeschränkte Garantie. Ein QR-Code, der uns auf arctic.ac/fx bringt. Dann ein schickes Bild, wo das Monster zu sehen ist. Freezer Extreme, CPU-Cooler for Power-User, for Intel-Socket and AMD-Socket. Das ist ganz cool irgendwie. Kann beides, aber ist mir eigentlich egal, weil ist ja Intel. Arctic, carbonneutral, das kann man hier unter green.arctic.ac nachschauen. Dann auf der Seite super viel Text. Unter anderem CPU-Cooler für Power-User, unübertroffene Kühlleistung 160 Watt, einzigartiges Doppel-Lower-Tower-Design mit 102 Kühlerinnen, 4 Heatpipes, pipapo und so weiter. Ganz viele Wörter, die ich fast gar nicht kenne. Huh, so, weiter hinten sehen wir coole Bilder und die Cooling Performance. Huh. Und vor allem auch den Lärm. Ne? Also Boxkühler liegen so bei 2 Zonen bei 64,7 Grad und der bei 0,5 Zonen bei 40,3 Grad Celsius. Das ist ja schon mal cool. Ne? Einfache Installationen, effektive Heatpipes, sehr leiser Lüfter und schon Kühlpaste obendrauf. Dann haben wir hier noch die ganzen Spezifikationen. Wir haben einen durchschnittlichen, nein, also einen 6 mm Heatpipe, 4 Stück davon. Dann alles aus Aluminium, 120 mm Lüfter. Also alles, was wir brauchen, hat dieses Ding mit dabei. So, und jetzt wollen wir mal das gute Teil hier aufmachen. Da schaut er uns schon an. Verschmitzt. Pappe. Brauchen wir nicht mehr. So. Da ist das gute Stück. Ich hätte vorher mal ausmessen sollen, ob das auch wirklich auf meinen Rechner und Board passt und so weiter. So, dann hier drin ist jetzt nur noch mal mehr Pappe und die andere Pappe. So, hier haben wir etwas, was wir bestimmt nicht brauchen, die Anleitung, wie man das ganze Ding aufbaut. So, das gucken wir uns vielleicht, also ich gucke mir das später an. Dann sind hier Aufbauklemmen und noch mehr Klemmen für Intel und das ist dann für AMD. Super easy. Wir brauchen auf jeden Fall dann diese hier. Und das ist das gute Gerät. Groß, mächtig, huch. Verbogen. Warte, so. Das ist ja was. Gar nicht verbogen. Doch verbogen. Hier, guck mal. Das ist ja was. Okay. Also hier drin sehen wir den Lüfter. Hier sind die Heatpipes. Hier unten ist nochmal die Creme. Und ja, das war eigentlich erstmal alles, was hier dabei ist. Und ich mache jetzt meinen Rechner aus, baue das um. Und dann hört ihr jetzt gleich erstmal in der Zwischenzeit, während ich das umbaue, quasi hört ihr die Lautstärken vom alten und dann auch den neuen hinten dran. Und dann sprechen wir uns nochmal. Bis gleich.
So, und hier seht ihr nun das alte Boxding, das vorher drin war. Man sieht an den dezenten Gebrauchsspuren hier auch schon sein Alter. Und an dem Kühlkörper sieht man auch, dass Intel eben ein Prozessorhersteller und kein Kühlerhersteller ist. Ja, das Ding war sehr laut und naja, wie ihr es gerade auch gesehen oder gehört habt, mit dem neuen Kühler, das ist schon irgendwie eine andere Liga. Das finde ich auch ganz cool. Jetzt steht nur noch eins an, das wird dann wahrscheinlich auch noch demnächst kommen, weiß ich noch nicht genau, und zwar der Tausch meiner Festplatten. Und dann ist mein Rechner endlich, glaube ich, mal ein bisschen leiser als vorher. Das war's mit dem Unboxing von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und bis denn, euer Herr JJ. Ciao.